Delegation aus Polen und aus der Tschechoslowakei. Und die interessantesten Rennen kommentiert nun für Sie Helmut G. Müller. Schon vor Beginn der Veranstaltung gab es Aufregung. Der deutsche Egon Müller aus Kiel, Spitzenfahrer der Bundesrepublik hier im Bild, Popsänger und Entertainer von eigenen Gnaden, beklagte sich über den Zustand des Startbereiches an der Innenkante der Fahrbahn. Nicht griffig genug, meinte er, vielleicht Show, aber ausgerechnet der Startbereich für sein erstes Rennen. 16 Fahrer, es fährt ja jeder gegen jeden, das ergibt insgesamt 20 Rennen und der Chancengleichheit wegen muss auch jeder Fahrer von immer wieder verschiedenen Startpositionen ins Rennen gehen. Hier Egon Müller also mit der roten Kappe, ganz innen. Ein weiterer Deutscher dann auf der zweiten Bahn, Waldemar Baczyk aus Landshut, die blaue Kappe. Dann ein Pole, Robert Slabon. Und außen Jiří Stankel CSSR mit der gelben. Das ist also Egon Müller ganz innen. Vorbereitungen für den Start. Baczyk, Slabon und Stanzel. Egon Müller scheint den Start verschlafen zu haben, aber die Innenbahn ist immer die beste und er geht sofort in Führung. Dahinter der Pole Slabon. Egon Müller in Front. Meter lang die Bahn, sehr staubig heute natürlich bei diesem guten Wetter. 4 Runden sind in jedem Rennen zu fahren. Hier eine Fahrstudie des Speedway-typischen Driftens. Egon Müller beherrscht das meisterhaft. Der Pilot steht mit dem rechten Bein in der Fußraste, das linke mit einem Stahlschuh geschützt, berührt den Boden kaum, hält die Balance gleicht aus. Vielleicht der Ärger zu Beginn doch nur Show, jedenfalls unbegründet. Klarer Sieg für Egon Müller. 31 Jahre alt in der Zwischenzeit, mehrfacher Sandbahn-Weltmeister. Zweiter Deutscher mit guten Qualifikationschancen für die nächste Runde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft ist Georg Gilgenreiner, hier mit der roten Mütze. Der deutsche Speedway-Meister vom MC Krumbach, der auch Egon Müller schon besiegt hat. Aber heute fuhr er bisher im Pech, einmal Start verschlafen und einmal Plattfuß. Zum dritten Rennen trat er also noch ohne einen einzigen Punkt an. Innen Georg Gilgenreiner. Guter Start von Gilgenreiner. Hier im Clinch mit einem Russen und zwei Polen. Sehr riskant. Punkte werden verteilt für jedes Rennen. Der Sieger erhält 3, der zweite 2, der dritte einen Punkt und der vierte geht leer aus. Wie hart heute in Bopfingen gekämpft wurde, zeigt hier die Wiederholung der Anfangsphase. Fast im Millimeterabstand die Maschinen nebeneinander. Gilgenreiner siegte in diesem Lauf unter dem Jubel der deutschen Fans. Hier die Schlussphase. Vorn kommt jetzt Gilgenreiner ins Bild. Allerdings blieb ihm das Pech auch im weiteren Verlauf der Rennen. Dreuer hatte noch einen Plattfuß in einem späteren Rennen und konnte sich nur als 9. und Ersatzfahrer für die nächste WM-Runde qualifizieren. Das A und O des Speedway-Sports ist der Start. Wer den Start gewinnt, hat zu 70% auch das Rennen gewonnen. Sofort drängen die Fahrer nach innen und reihen sich ein. Egon Müller sagt, wie er das macht. Ich nehme meine Position ein, indem ich also den Motor langsam schon auf 3.000-4.000 Umdrehungen bringe, die Kupplung an den Druckpunkt heranlasse, dass das Motorrad anfängt zu ziehen. In dem Moment, wo jetzt das Band aufgeht,
lasse ich nicht die Kupplung los wie andere Fahrer. Die meisten Fahrer nehmen diese Technik. Ich lasse die Kupplung langsam los und halte meinen Motor auf volle Drehzahl zwischen 8.000 und 10.000 Umdrehungen. Deshalb sieht es im ersten Moment so aus, als wenn ich den Start verschlafe. Aber dann nach 5, 6 Metern setzt dann der unheimliche Schub ein. Hier ein weiterer Start von Egon Müller. Diesmal mit der blauen Kappe. Er gewann ihn, wie auch das darauffolgende Rennen. Und wenn jetzt das Motorrad hinten pfeift, das heißt also Traktion ist nicht gegeben, dann richte ich den Oberkörper auf und lasse auch noch die Beine nach hinten, um optimalen Griff am Hinterrad zu bekommen. Die Bedingungen in Bopfingen waren überaus gut. Etwas Staub zwar, aber das sind die Speedway-Akrobaten gewöhnt. Wie sie auch Stürze gewohnt sein müssten. Piotr Piszny, ein Pole, hier gestürzt. Wir zeigen den Start noch einmal in der Wiederholung. Der zweite Fahrer von links, das ist Piszny, der stürzen wird. Er wird gleich eingeklemmt von links mit der gelben Kappe von Milan Spinka aus der CSSR. Und jetzt kommt von ganz außen rechts mit der roten Kappe Robert Slabon und säbelt mit seinem Hinterrad Piszny um. Piszny stürzt. Der Pole ohne ernsthafte Verletzung. Robert Slabon wurde wegen seiner Attacke für dieses Rennen disqualifiziert. Das Rennen wurde dann mit drei Fahrern neu gestartet. Und hier das entscheidende Rennen des Nachmittags mit der weißen Kappe. Der Pole Zabjalowicz ist etwas unruhig. Ganz außen mit der gelben Mütze an der Bande, das ist Egon Müller, der jetzt nach innen drängt. Aber diesmal hat er kein Glück mit seinem Start. Er versucht jetzt innen durchzukommen, sehr riskant, muss nachgeben, das ist an dritter Stelle. Hat hier aber bereits einen Konkurrenten, einen deutschen Fahrer, Andreas Niedermeyer, überholt und liegt auf Rang 2 vorne, der Däne Prestbro. Müller greift an und an der Gerade kann er an Prestbro vorbeiziehen, innen natürlich auf der besseren Position, lässt sich hinaustragen, sodass die Drehzahl nicht in den Keller fällt, so wie er sich selbst auszudrücken pflegt. Und jetzt ist er vorn, jetzt kann er natürlich das Rennen kontrollieren. Prestbro, der Däne, auf Platz 2 und Niedermeyer auf Rang 3. Egon Müller hat Zeit, sich umzuschauen. Und durch das Ziel, deutlicher Sieg doch noch für den deutschen Egon Müller, der für den deutschen Meister Brockdorf fährt und bei dieser Weltmeisterschaftsqualifikation das Punktemaximum erzielt. 5 Rennen, 5 Siege, 15 Punkte. Als Achter qualifizierte sich gerade noch der Landshuter Waldemar Bacik für die nächste.
Toten auferstanden, aber ich muss euch eins sagen, ich bin total enttäuscht und frustriert. Ich war einfach nicht schnell genug heute. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass ich morgen schneller bin, aber eines habe ich 1993 in Kloppenburg auf der Grasbahn. Kann mir keiner mehr nehmen und ich bin der schnellste Grasbahnfahrer der Welt! So, und es gibt tausend Leute, die können besser singen! Du kannst besser singen! Und du kannst besser singen! Und haben deine Art! Und du kannst besser singen! Und du kannst auch besser singen! Aber wir können alle nicht so schnell Motorrad fahren, das ist klar! So, und jetzt fahre ich ins Hotel und lege mich ins Bett!